Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ja, ich konnte letzte Woche leider keine Parts hochladen, ich kam nicht zum Aufnehmen. Deswegen habt ihr heute nicht nur mit einem, sondern mit zwei Parts zu rechnen. Allerdings müsst ihr eventuell, wenn, ich weiß ja nicht, wie groß die Parts werden, eventuell mit ein bisschen Wartezeit rechnen zwischen den einzelnen Parts. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. So, also wir sind Erzmagier geworden. Und ich habe noch ein bisschen... Oh man, sieht das schlecht aus. Ich habe gerade noch ein bisschen mein Inventar aufgeräumt. Ich habe... ich habe Jarl Bargruf den Zweihänder gebracht. Das sollten wir ja ganz am Anfang machen. Gab ganze 20 Gold. Unfassbar. die Bärenpelze habe ich abgeliefert. Das gab eine Axt, die ich sofort weggeschmissen habe, weil die scheiße war. Naja, gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Traglast. So, ich habe von einem Kollegen gehört, dass es in diesem Bereich hier eine coole Quest geben soll. Wenn ich mich richtig erinnere. Und deswegen müssen wir jetzt hier irgendwie runter. Und dann werden wir das Ganze machen. Gucken wir mal. Man muss Level 15 sein, hat er gesagt, ne? Das sind wir. Wir sind doppelt so hoch. Und das ist irgendwo hinter der Akademie von Winterfeste. Da zwischen den... Oh Mann, ist das tief. Zwischen den Eisschollen. Ich hoffe, ich komme hier runter. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Scheiße. Das werde ich niemals überleben. Habe ich mich natürlich hier wunderbar platziert, weil... because reasons. Naja, was soll's. Vielleicht geht's hier runter. Ich weiß gar nicht, überlebt man das nicht sogar, wenn man ins Wasser springt? Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob man das überlebt oder nicht. Ich glaube nicht, dass man das überlebt. Wenn ich jetzt hier speichere, habe ich ein Problem, weil... Naja, hoch komme ich hier, glaube ich. Oder komme ich hier jetzt schon nicht mehr hoch? Scheiße, was habe ich gemacht? Ja, hoch da. Oder darf ich da nicht hin? Ist das geskriptet, dass man da nicht hin darf? Oder what? Ja, okay, das ist doof. Warte mal. Doch, da komme ich wieder hoch, oder? Na komm schon. Huh. Komm ich hier hoch? Ich muss hier hoch. Das kann nicht sein. Ich muss irgendwie hochkommen. Ja, okay, wisst ihr was? Ausnahmsweise mal kurz den God Mode enabled, dass wir hier runterkommen. Juhu! So. Zack, God Mode wieder aus. Bevor wir jetzt hier noch 10 Stunden nach einem Weg suchen. Wunderschöne Eisgletscherschollen, keine Ahnung was. Das sieht doch nach einem Weg aus. Immer auf Gegner vorbereitet sein. Kann ja sonst sich was tummeln. Und da hinten irgendwo, auf eine dieser Eisschollen, soll es angeblich... Vielleicht auch da hinten. Scheiße, ganz schön großer Bereich. Aber ich habe auch irgendwie sowas in Erinnerung, dass man da hin muss irgendwann. Oh Gott, was ist das? What the fuck? Ein Horker. Der Horker kann sich mal schön ins Knie horken. Oh, es fängt an zu schneien. Oh, das Wetter ist aber schnell umgeschlagen. Vor allem dann auch überall, ne? Da hinten überall Wolken jetzt auf einmal. Finde ich immer tierisch geil. So, okay, ich werde jetzt irgendwie diese Inseln hier abklappern und hoffen, dass wir was finden. Oh, Schneebär. Oh shit. Der hat Power. Bleib mal stehen da. Oh oh. Au. Was? Nicht getroffen. Immer diese Zeitlupeneffekte. Da ist noch so ein komisches Hork. Oh, das klang cool. So, liebe Leute. Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Vielleicht darüber. Ich weiß, dass das so eine Art Höhle ist, deswegen könnte es auch direkt dieser fette Klumpen sein. Aber ich weiß auch, dass das relativ weit draußen war. Na, wir werden es ja sehen. Auf jeden Fall soll es da eine sehr schöne Quest geben. Ich guck mal gerade. Oh Gott. Ist noch einer. Hey. Au. Warte mal. Vielleicht da? Ah, da. Oh. Oh, mehrere von den Viechern.
Ach, da kann man seine Zerstörung auch verbessern. Was haben die denn eigentlich mit? Horkerfleisch. Ah ja. So, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es diese Insel da hinten ist. Ey, ich will entfernen. Ich brauche keine Markierung. Entweder ist es die Insel oder die oder die oder die. Ich weiß nicht, wie weit man raus kann, bevor man irgendwie, keine Ahnung, in einer Art Erschöpfungszone landet. Wo einem dann eventuell HP abgezogen werden. Also da ist auf jeden Fall so ein Symbol auf der Karte. Deswegen werde ich mal... Die lasse ich mal leben. Werde ich mal hier gucken. Ja, das kommt mir alles verdammt bekannt vor. Genau, da würde ich dann... Normalerweise geht man da lang. Ah, okay, wir machen das. Wir gehen den richtigen Weg. Kisten. Okay, ist hier auch irgendwas? Ja, hier wird was angezeigt. Ach, da oben ist irgendwie eine Ruine oder so. Aber ich glaube, wir müssen noch weiter. Wir müssen... Irgendeine von diesen Inseln war das. Meine Güte, es gibt zu viele davon. Hey, Kollege. Ich hätte dich gehen lassen, aber wenn du mich angreifst, dann hast du Pech gehabt. Warte mal, hä? Wie blöde? Ich bin doch gerade... Oh Gott, dämlich. Noch einer. Horker. Hier lang wollte ich gehen und nicht da hinten. Da war ich doch gerade, Mann. Ja, da ist eine Höhle. Super. Wir scheinen richtig zu sein. Hallo? Septimus Signus, Außenposten. Das klingt familiär für mich. Ich meine nämlich den Namen auch gehört zu haben. Da unten ist jemand. Ich hoffe, er ist uns freundlich gesinnt. Oh, und ein riesiger Würfel. Hey, Dude. Als das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine weiteren hinzugefügt werden. Sieht aus wie einer der Graubärte. Ein bisschen. Und ist die höchste Spitze. Was führt euch an diesen abgelegenen Ort? Da, das Eis kerkert das Herz ein. Der Fluch von Kagrenatz und Dagot Ur. Es zu meistern heißt, das Wissen zu besitzen, die Fundamente, die Dwemer-Schatulle verbirgt es vor mir. Okay. Die Schriftrolle der Alten verschafft Einblicke, die tiefer sind als die Tieflinge. Okay. Um die Öffnung herbeizuführen. Schriftrollen also. Ich habe genug gesehen, um ihre Struktur zu erkennen. Die Krümmung der Luft, die Faltung der Zeit. Aber nein, eine solche besitze ich nicht. Ist alles in Ordnung? Naja, wir fragen mal nach der Schriftrolle direkt. Hier. Nun hier. Das heißt auf dieser Ebene. Mundus, Tamriel. In der Nähe, relativ gesehen. Super. In kosmologischen Maßstäben betrachtet, ist alles in der Nähe. Könnt ihr mir helfen? Zwingt mich nicht, euch weh zu tun. Nein, wir sind nicht so ein Fieser. Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Klar. Was willst du? Dieses Meisterwerk der Dwemer und ihre größten Geheimnisse. Septimus ist ein kluger Mensch. Doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dwemer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, wo Dwemer-Städte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und... Kack-Krankenwagen, ey. Ich weiß nicht, ob man das hören konnte, aber gerade... Nee. Schwarzweite.
Da hat mir der Kollege, der mir von dieser Quest erzählt hat, gesagt, dass es dort einen versteckten Drachen gibt und dass man den mittels eines Drachenschreis rufen kann. Da mein Drachenschrei, mein Hauptdrachenschrei, aber noch nicht vollständig ist, werden wir, denke ich mal, ich sag mal, bevor wir da jetzt hinlatschen, das Horn von Jürgen Windrufer wegbringen, weil erst dann kriegen wir, glaube ich, den dritten Spruch, oder? Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Elle, beim Turm von dem Sarg, Elftand, der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Steigt ins tiefste Tief hinunter, Schwarzweite liegt sogleich darunter. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel. Nur mit diesem kann's gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Okay. Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine Karte, eine Runde. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dremer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall, für die Dremer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch leider leer. Findet M'Sarg und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen. Vertraut Septimus, er weiß, dass ihr es wissen könnt. Okay, Karte aktualisiert. Überschreibe das Lexikon. Ah, ja. Kugel, Würfel, Schriftrolle. Ich glaube. Ja, okay, komm, wir fragen mal. Sie spielt diejenigen Noten, die der ja. Ein Blick auf die Welt im Inneren. Die Dremer fanden ein Hintertür. Legt das Lexikon in ihre Vorrichtung und lenkt den Fokus der Kenntnisse dort hinein. Ja, passt schon. Werde ich schon hinkriegen. In hellem Schein. So bringt es zurück. Naja, laber man weiter. Interessiert mich nicht. So, also, auf nach M'Sarg. Da. Ja, da können wir noch nicht hin. Wir können nach Satal und von da aus dann weiter. Machen wir das so. Das ist Satal. Ich markiere immer wieder Orte, das ist bisschen nervig. Ja. Da sollte man hochkommen, oder? Wir laufen einfach in die Richtung unseres Questmarkers und dann passt das schon. Oh, Mammuts. Mammuts heißen immer Riesen auch in der Nähe. M'Sarg. Komischer Name. Kommen wir da überhaupt rum? Ich weiß es nicht. Lasst uns nachschauen gehen. Ob wir rumkommen. Ah, man hätte ja auch einfach die Straße da nehmen können, ne? Die wird aber bestimmt bewacht von irgendwas. Ups. Falscher Drachenschrei ausgewählt. Ach so, ach so! Jetzt geht das wieder los. Ich wollte doch vorher das Horn wegbringen. Obwohl, warte mal. Lass mir mal eben überlegen. Hat er gesagt, dass wir da jetzt auch in diese Ruine kommen? Oder nur, dass wir da das Lexikon beschreiben sollen? Ich weiß es nicht mehr. Aber das wäre vielleicht dann sinnvoller, wenn wir uns... weil wenn es da dann schon runtergeht nach Schwarzweiße, ich habe nicht genug zugehört, wisst ihr? Dann... müssen wir den Fuss-Rodar-Schrei komplett können. Und ich meine, dass wir ihn noch nicht komplett können. Ich kann ja mal eben nochmal schauen, aber... Nee, das letzte fehlt uns noch.
Und deswegen. Und sonst taucht dieser Drache nämlich nicht auf. Und er soll verdammt stark sein. Das wird also ziemlich witzig werden. Hallo? Hallo? Wo sind die alten Knacker denn schon wieder? Pennen bestimmt schon. Oder sie chillen auf dem Hof rum und... keine Ahnung. Oder hier am Lagerfeuer? Nö. Nee. Da können wir nicht lang. Shit. Moment, findet den Drachenfriedhof. Nein. Okay, das kann bleiben. Bring das Horn zu Anger. Ja. Ah ja, jetzt haben wir... okay. Dann ist er wohl doch irgendwo hier drin. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Ja, der liegt bestimmt in seinem Bettchen. Ne, der steht da rum. Oder betet oder sonst was. Hallo. Ah, ihr bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer. Jo, endlich mal. Gut gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Folgt mir. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen. Ihr seid bereit, das letzte Wort von unerbittliche Macht zu lernen. Da, was so viel bedeutet wie Stoß. Mhm. Kraft, Gleichgewicht und Stoß. Macht Sinn. Ah, wie praktisch, die kommen auch alle. Na komm. Bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Ja gut, die sind alt. Die haben nicht mehr so viel Feuer. Die müssen ein bisschen ruhig das alles angehen lassen. Mit ihren komischen Sif-Roben. Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist dieser Schrei viel mächtiger. Nutzt ihn weise. Meister Wulf da wird nun sein Wissen über da mit euch teilen. Wer? Ach so, hä? Achso, Anger stand woanders, okay. Empfange den Gruß der Ausbildung abgeschlossen, Drachenblut. Wir würden gern mit euch sprechen. Ah. Stellt euch zwischen uns, okay. Und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte widerstehen. Aber ihr seid bereit. Passt schon, ne? Oh, geht noch weiter. Der Graubärte gehört und es unbeschadet überstanden. Hoch Rottgar steht euch nun offen. Nicht ganz. Abgeschlossen. So, alles klar. Und ab jetzt können wir den hier machen. Jawohl. So. Alles klar. Dann werde ich jetzt, meine Güte, so viele Quest. Ah, ja, ich hätte vielleicht dahin laufen sollen und dann schnell reisen. Dann hätte ich nämlich dahin reisen können, aber nein, so klug war ich natürlich nicht. Gut. Ah, es ist wieder Tag. Ah, wie vorteilhaft. Ja, ich renne jetzt noch eben dahin. Ach, wisst ihr was, ich beende jeden Part. Die paar Sekunden, ne, auch nicht mehr wichtig. Es kommt ja noch ein zweiter heute. Ah, und da werden wir dann, wie hieß es noch gleich? Alftant, da, Lexikon und so. Und danach begeben wir uns in die Tiefen von Schwarzweite. Jawohl. Und jetzt ist die Zeit auch perfekt rum. Wir sehen uns beim nächsten Part in wenigen Stunden. Bis denn. Macht es gut, euer Tempelmaster.